Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labur. So. Also, wenn ich jetzt beigehen würde, ich muss jetzt erstmal hier noch von diesen blöden Dingern welche bauen. Und zwar brauchen wir vier. Wir haben, sage und schreibe, drei. Einer macht danach, dann habe ich sehr schön. So, also das ist der reguläre Abstand mit einem. Wir brauchen aber da eins, zwei, eins, zwei. Dann würde das nämlich bedeuten, der kommt dahin. Es liegt jetzt einfach daran, ich werde die jetzt ersetzt hinlegen. Hat einfach was damit zu tun, dass die beiden Greifarme sich nicht gegenseitig nerven. Und dann müsste ich beigehen. Ups, dann falsch. Machen wir mal gerade weg, weil das muss ich länger machen. Und dann würde das so kommen. Und dann nehmen wir die. Und so. Ja, fertig. Was ist denn jetzt los hier? Aushauen. Und dann. Oh, ein paar blaue. Dafür brauche ich gelbe. Gelbe kann ich nicht herstellen, weil ich Eisenzahnrädermangel habe. Und Stahlmangel. Dann holen wir uns so einfach mal gerade ein bisschen Material. So. Ich hoffe einfach, dass ich das alles nicht so kompakt baue und mir nicht alles so dicht aufeinander setze, dass ich dadurch Vorteile bekomme später. Also jetzt werden wir keine Vorteile dadurch generieren, sondern eher Nachteile, weil ich weitere Wege laufen muss. Und dies und jenes. Aber ich habe keine Lust, und ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, dass ich später hier mit meinem Hafer sitze und wieder keinen Platz habe. Weil ich bin der Meinung, ich hatte letztes Mal viel größere Probleme, viel größere Probleme mit dem Platz, das alles wieder hinzubekommen. Klar war mein Hauptproblem, dass ich auf diese Roboterarme gegangen bin, dass alles auf Roboter und Roboter und Roboter. Das stimmt, es ist auch überhaupt gar nicht das Tragische, aber dass ich alles so kompakt immer gebaut habe. Und ich glaube, dass kompakt nicht immer der Vorteil ist. So, wir müssen natürlich wieder die Eisenzahnräder, die Dingens müssen ganz dicht, das ist klar, und die müssen dann etwas weiter entfernen. So, der Vorteil ist, den ich jetzt dadurch habe, ist, dass wir eine Doppelreihe gebaut haben, also beidseitig die Sachen gelegt. Und ich glaube, dass das gar nicht so eine ist. So, der kann um einen gekürzt werden. Und dann könnten wir normalerweise dahin gehen. Wir teilen hier auch mal gerade den Strom. Achso, ohne Kunststoff kann es auch nicht funktionieren. Der Kunststoff wird. Boah, jetzt muss ich erst gucken, Alter. Das ist jetzt aber gerade. Eieieiei. Okay, wird da hingelegt. Das bedeutet, wir müssen einen Teiler nach unten setzen. Machen wir auch genauso wie da auch, dass das so ein bisschen gleich aus. So.
Dann wollen wir mal anfangen. Der hier läuft jetzt gar nicht, weil hier überhaupt gar kein Petroleum mehr ankommt. Aber es ist auch noch gar nicht so tragisch. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. So tragisch ist das alles gar nicht. Ja, weil wenn dieser hier voll läuft, dann läuft der nächste auch voll. Und der ist gleich vollgelaufen, weil dann wird diese hier stoppen und alles geht dann dahin, Leute. Deswegen ist das alles okay, ja. Das ist ja auch erstmal nur eine Vorproduktion für diese ganzen Sachen, die wir einfach später extrem benötigen, ja. Und man sieht, der Kunststoff wird gar nicht so viel gebraucht, wie wir es benutzen. So, aber Rot haben wir in dem Sinne doppelseitig gelegt, was ich in meinen Augen auch besser finde. Also hier den ganzen Exo-Anzüge und das kriegen wir auch erst alles ein bisschen später. So. Ich finde das auf jeden Fall schon alles ziemlich nice. Aber ich glaube, dass schon die Produktion ganz schön viel Strom wegfressen wird ein bisschen später. Das ist jetzt so meine Meinung, ne? Also, seht ihr, jetzt sind hier 14 Stück drin, das ist am Stocken. Und jetzt fängt in dem Sinne an, der nur zu laufen, weil wir diese Produktion auch gar nicht benutzen, wird in dem Sinne dann auch später überhaupt gar keine Rolle spielen. Ja, weil dann sich da oben gleich wieder Petroleum sammelt. Wir müssen uns nur Gedanken machen, oder um die Forschung so langsam Gedanken machen, dass wir hier diese fortgeschrittene haben. Deswegen brauchen wir unbedingt blaue Fläschchen. So, unsere nächste Aufgabe ist jetzt aber erstmal rote, gelbe Motoren zu bauen. Wir brauchen mal Stahl, Zahnräder und Rohre. Das bedeutet, wir müssen komplett auf die andere Seite gehen. Die Produktion da hinten kann jetzt erstmal stehen bleiben. Die macht jetzt erstmal Pause. Und wir müssen komplett nach hinten, weil ich muss mir angucken, wir brauchen jetzt hier ein bisschen Stahl. Könnten wir von hier ein bisschen Stahl abgreifen, weil wie viel Stahl brauchen wir? Für eine Patrone brauchen wir einen Stahl. Ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem sein wird, hier ein bisschen Stahl abzugreifen. Also Stahl hätten wir. Warum ich das jetzt mache, ist einfach, ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal eine Stahlproduktion bauen kann. Das wird nicht funktionieren. Irgendwo ist dann auch mal Ende. Ich muss ja mal so ein bisschen die Dingens rausholen. Eisen, Zahnräder müssen wir auf jeden Fall bauen und Rohre. Heilige Scheiße, wie ging das nochmal? Eisenplatten auch. Ja, also müsste ich zwei Produktionslinien wieder bauen. Eieiei. Ist schon kaum noch Platz, ne? Muss ich gegenüber bauen? Ich kann ja nicht noch höher gehen. Also, denn wir laufen dann ins Kupfer. Also, das ist alles schon okay, Leute, ja? Ich würde dann hier einfach die Dinge hinsetzen. Die nächste Produktionslinie. Nur, dass wir sie halt so rumbauen. Zum Platz zu sparen, setzen wir sie wirklich hier hin. Könnten sie auch so bauen, aber ich glaube, sollte ich lassen, oder? Muss dann gucken. Hier wäre so rum doch besser. Muss ja Eisen und Kohle holen, Leute. Kohle kann ich mir von da splitten, das ist nicht das Problem. Aber dieses Eisen hier holen, will ich lieber da so ein bisschen Platz lassen. Machen das einfach so. Die zwei Produktionslinien werde ich bauen. Stein. Wieder nach oben laufen. Aber Rohstein haben wir gar nicht mehr, richtig? Ich kann hier nochmal ganz kurz aufräumen. Danke. Überschüssige Kohle, die wir eh bei uns haben, hier oben mal reinmachen. Hier mal ein bisschen spazieren.
Und schauen uns das alles mal an, was wir noch da oben an den Steinen über haben. Ich habe echt, wo ich die größte Para vor habe, ist einfach, dass die bald kommen, die Viecher. Ich habe zwar ein Gewehr und ich bin einigermaßen gut aufgestellt, finde ich, aber zu so dolle, Leute, ne? Wir können hier einmal. Ja, aber das werden wir sehen. Ja, ich muss immer so ein bisschen auf Militär gucken, was wir hier für Klamotten bekommen, Nachtsichtgerät. Wir haben nämlich hier schon eine Batterie und dies und jenes. Also wir können so langsam uns hier ein tragbares Solarpanel nehmen, Batterien und Nachtsichtgerät. Ich weiß gar nicht, kann man hier schon was reinpacken? Nein, kann man nicht. Also da können wir noch nichts reinpacken. Da muss ich dann auch nochmal gucken. Hier kriegen wir die Akku-Emulatoren Robotertechnik. Da würden wir die Roboter schon bekommen, oder? Donnerwetter. Ich ziehe einfach alles durch, wie ich halt gesagt habe. Wir haben eh gerade die ganzen. Die ganzen. Technologien eh gerade über. Ja, es ist halt. Nochmal mit. Dankeschön. So. Fangen wir an, hier noch hier so ein paar. Öfen zu bauen. Um ein bisschen besser voranzukommen. Ja, ich denke, dass ich die hinten rausleiten werde. Ist leichter. Und werde dann später das dann umbauen. Das ist genauso wie das. Muss so rumlaufen. Bam, 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 bam. Jetzt fängt er an, Zahnräder zu nehmen. Das wollen wir ja nie. Ein paar, die jetzt da sind, werden wir natürlich. Soweit brauche ich das gar nicht bauen. So würde das schon vollkommen reichen. Hier unten würde dann anfangen. Und würde dann hier oben ja er will das würde sich dann hier oben verbinden Ich brauche ein paar grüne Mikrochips und ich brauche ein paar Zahnräder. Ja, dann nehmen wir uns diese hier mit. Dankeschön. Dann nehmen wir uns das hier mit. Dankeschön. Was wollte ich denn jetzt bauen? Achso, Greifarme, ne? So. Es bringt nichts, wenn ich da dann noch diese ganzen Dingens nachbaue, Leute. Das ist Bullshit. So, das würde in dem Sinne reinlegen sein. Und das hier drauflegen. Das müsste ich dann einmal drehen. Und das.
So. So. Heieieiei. Bist du aber richtig zackig mit deiner Maus unterwegs, so. Dann legen wir den dahin. So. Dann hätten wir die groben Produktionszweige fertig. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir ein bisschen Kohle kriegen. Das würde in meinen Augen bedeuten, um Kohle abzuzweigen, wäre hier unten eigentlich der beste Weg. Das würde bedeuten, hier so. Wir werden diese hier mal ganz kurz wegnehmen. Nehmen uns eine Tunnel. Ja. Oh Gott. Na gut, ist okay. So. So, schon läuft der Dachse Tunnel auch wieder. Dann nehmen wir uns einen Darla. Nein, und ich baue keine roten Bänder, geschweige irgendwas anderes. Solange wie ich den ganzen Kram nicht muss, werde ich es auch nicht machen. So, Kohle hätten wir, was wir uns nach unten legen könnten. Ja, da könnten wir uns dann anfangen, die Bauroboter etc. mitzunehmen. Mal, ob wir jetzt noch irgendwas haben, was uns wirklich mal wirklich technisch für uns noch was bringt. Und das wäre auf jeden Fall hier und der Betonboden. Den finde ich nämlich auch ziemlich nice. So, dann können wir nämlich anfangen, die Produktion etwas höher zu drehen. So, das bedeutet, wir müssen jetzt ein bisschen. Haben wir davon noch was? Einen, ja, ganz klasse. 5, 10, echt. Braucht er ein bisschen, aber das ist nicht tragisch. Also, wenn wir jetzt beigehen würden und würden ding, 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 und dann brauchen wir natürlich auch noch mal ein bisschen bei ihr, so, dann haben wir davon auch noch mal ein paar. Und dann machen wir das da so, so. Ja, das ist Technik, ne? Kennt ihr nichts von? Nee, ja, Technik. Also. Ein bisschen wenig. Heute noch. Dreie. 1, 2, 3. So, dann bauen wir diese dreimal und dann gehen wir bei und nehmen uns das hier. Und dann machen wir das so. Und dann sollte der Strohmann und Söhne. Haben wir eigentlich jetzt schon diese. Nein, haben wir noch nicht. Okay. Geben wir mal noch ein paar davon. Gebrauchen kann man die Dinger immer. So. So. Ja, hier zwischen muss man trotzdem einsetzen. Ganz klasse, Ingo. Und dann setzen wir den doch dahin. Der eine funktioniert mal wieder nicht. Lassen wir den mal noch gerade da stehen. Das ist alles nicht so tragisch. Dann nehmen wir uns den hier. Easy, oder? Ja gut, wenn der hier leer sein sollte, sind nur 422, dann können wir da einen hin platzieren und dann sollte das auch funktionieren. Aber dieses hier könnte echt ein bisschen eng werden, so langsam. Aber gut, da oben wird auch noch aufgefüllt. Ja, sieht aber auf jeden Fall hier ziemlich gut aus. Es läuft und es füllt sich auf. Es dauert natürlich einen gewissen Augenblick, bis sich hier alles verteilt hat. Wie gehabt. Dann fangen wir mal an. Um. Um.
Der kommt als Sicherheit dahin. So. Was hat er für Problem? Hast du denn keinen Strom? Den hier falsch platziert habe. So. Der läuft dann auch. Unser ganze Eisen ist in dem Sinne auch hier oben. Das ist auch alles super. Der Vorteil ist, den wir später einfach haben, Leute, ist klipp und klar, wir brauchen nur die Kohle abzweigen, lassen die Kohle leer laufen oder nehmen es runter und können dann in dem Sinne später anfangen, einfach Eisen drüber laufen zu lassen. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.